So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play by Implied. Heute zum ersten Mal, wie versprochen, in der Beta von The Elder Scrolls Online. Die NDA wurde gelockert und wir dürfen jetzt ganz offen und frei darüber berichten, was wir in dieser wunderbaren Welt erleben konnten. Ihr seht jetzt hier gleich direkt am Anfang meinen Char, der sich in einer Höhle befindet. Ich habe da eine Quest angenommen. Und hier könnt ihr schon ganz wunderbar sehen, wie die einzelnen Übergänge gestaltet worden sind. Das heißt, wenn ich durch Türen gehe oder Treppen hochklettere, wird das Bild einmal ganz kurz ausgeblendet. Und kurz darauf befinde ich mich dann quasi in der nächsten Szene. Hier draußen ist jetzt verdammt viel los. Das war ein Wochenende, an dem ziemlich viele Leute an dieser Beta teilnehmen durften. Dementsprechend ist hier auch gerade sehr viel unterwegs. Und es wird auch verdammt viel umgeholzt. Davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Ich fange einfach mal an, meine Gegenstände einzusammeln, die ich einsammeln muss. In den meisten Quests in The Elder Scrolls Online geht es nämlich nicht darum, sinnlos Mobs zu töten, sondern eher darum, den Handlungsfaden einer Geschichte zu folgen. Natürlich muss man sich hin und wieder auch mit irgendwelchen Gegnern auseinandersetzen, vor allen Dingen dann, wenn man angegriffen wird. Ist alles ganz normal. Allerdings gibt es hier so gut wie überhaupt keine Erfahrungspunkte dafür, dass man sich einfach irgendwo in die Pampa hinstellt und einen Mob nach dem anderen umhaut. Hier gibt es tatsächlich nur Erfahrungspunkte dafür, wenn man Questreihen abschließt. Das heißt also auch, selbst wenn ich im Laufe einer Questreihe zwischendurch eine Zwischenquest abgebe, muss ich dafür nicht zwingend Erfahrungspunkte bekommen, sondern in der Regel gibt es diese Erfahrungspunkte, wenn ich eine Questreihe zu Ende gespielt habe. Für alle MMO-Spieler, die die Skyrim-Reihe nicht kennen, trotz alledem aber gerne hier mal reinschauen möchten, vor allen Dingen, wenn das Spiel am 4.4. rausgekommen ist, habe ich hier eine ganz, ganz wichtige Empfehlung. Lasst einfach mal das MMO-Brett, das man normalerweise vorm Kopf hat, weg und lasst euch auf die Handlung und auf die Machart des Spieles komplett ein. Warum ich das sage? Ganz einfach, The Elder Scrolls Online ähnelt nicht vielen anderen MMOs. Es hat nicht viel gemeinsam mit World of Warcraft, mit The Star Wars The Old Republic oder womöglich Rift. Den größten Unterschied könnt ihr jetzt hier schon am Interface erkennen. Wir haben hier keine Leiste, auf der unsere Zauber alle schön nebeneinander aufgereiht worden sind, sondern wir haben insgesamt ganze 7 Fähigkeiten, die wir maximal benutzen können, von vielen, vielen anderen Fertigkeiten, die wir erlernen können. Das heißt, ihr müsst euch vor einem Kampf oder wenn ihr loszieht, einfach für 7 Fertigkeiten entscheiden. Und diese 7 Fertigkeiten sind dann die Fertigkeiten, die ihr im Kampf benutzen könnt. Wir klicken nicht mit dem Mauszeiger, so wie das zum Beispiel in WoW oder Rift der Fall ist, sondern wir spielen komplett über Tastatur. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielen, vielen Spielern, die zum Beispiel aus World of Warcraft rüberkommen werden, ja doch Probleme bereiten wird. Trotz alledem wächst man ja mit seinem Charakter und mit den Stufenanstiegen, die man mitmacht, und nach sollten dann eigentlich auch die einzelnen Tastaturbefehle sitzen. Ihr werdet also ganz normal daran geführt und danach ist das dann eigentlich auch kein Problem mehr. Dasselbe ist, so wie ihr das jetzt hier gerade schön sehen könnt, ich kann nicht sofort erkennen, ob ein NPC feindlich ist oder ob es sich überhaupt um einen NPC handelt in diesem Spiel. Das funktioniert immer nur dann, wenn ich das Fadenkreuz, das ihr gerade so schön in der Mitte meines Bildschirmes sehen könnt, auf einen Gegner richte. Und wenn er dann einen ganz leicht roten Schleier um sich herum hat, ist er angreifbar. Und dem sollte man dann auch nicht zu nahe kommen, denn wenn man das macht, wird man von ihm auch angegriffen. Fertigkeiten, ja, gibt es hier einige, allerdings funktioniert auch hier nicht die Kampfmechanik so, wie ihr das aus anderen MMOs kennt, sodass ihr in einer Tour irgendwelche Zauber durchknallen könnt, bis der Gegner umkippt. Ihr habt hier nur begrenzte Ressourcen. Das heißt also, auch die Waffe, die ihr bei euch führt, ist wichtig, um ja, in Kämpfen voranzukommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine, ja, ich sag's mal so im MMO-Jargon, eine Hexe. Ihr könnt da unten meine 5 Zauber sehen. Ich kann allerdings nur 2, 3 Zauber hintereinander casten und dann ist mein Mana-Balken leer. Das heißt, ich muss den Rest mit meiner Waffe machen. Waffen haben ja aber auch mehrere Fertigkeiten. Das heißt, ich habe eine Fertigkeit auf der linken Maustaste, ich habe eine Fertigkeit auf der rechten Maustaste. Die
einzelnen Fähigkeiten meiner Waffen sind unterschiedlich stark. Das heißt, ich brauche für die Fähigkeit auf der rechten Taste meistens sehr viel Ressource, für die Fähigkeiten auf der linken Taste eher wenig Ressourcen. So kombinieren wir dann also letztendlich im Spiel unsere Zauber, die wir auf Tastatur liegen haben, und unsere Zauber, die wir mit der Waffe auslösen. Und so ja, wird es eigentlich zu einem relativ dynamischen Kampf mit ja, Damage-Spitzen und auch mit etwas ruhigeren Phasen. Ist ganz wichtig, dass man das vorher weiß, weil ich denke schon, dass viele Leute, die aus Spielen wie World of Warcraft, die ich ja selbst spiele, oder Rift oder Star Wars The Old Republic in dieses Spiel rüberkommen und mal reinschnuppern, ziemlich schnell enttäuscht werden, wenn sie merken, dass es sich hierbei um ein ganz anderes Kampfsystem handelt. Was unheimlich toll gemacht ist in diesem Spiel und mich immer wieder fesselt, sind die Questreihen selbst. Die Charaktere, mit denen man interagiert, ihr habt das hier gerade gesehen, sind komplett vertont. Das kennen wir aus Star Wars. Allerdings antwortet unser Char nicht. Das heißt also, wir antworten darüber, dass wir in einem Pop-Up-Menü unsere Antwort auswählen. Wir können unsere Stimme nicht hören. Trotz alledem ist die Stimmung sowas von genial. Also ich habe das noch in keinem anderen Spiel erlebt, diese Stimmung, die hier rüberkommt. Deswegen sollte sich jeder, der das Spiel spielen möchte, die Zeit nehmen und die Questreihen, die man spielt, genießen. Hört euch die Dialoge an, lest euch die Texte durch und vor allen Dingen geht hin und erkundet die Welt. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Element aus der Skyrim-Reihe selbst, die man ja offline zu Hause am PC spielt. Man erkundet, man entdeckt, man untersucht. Und ihr könnt das hier jetzt auch so wunderbar sehen. Man kann in der Welt Tamriel, in der wir uns bewegen, alles öffnen, überall reingucken und wenn man Glück hat, auch hier und da etwas finden, was man zum Beispiel zum Skillen von Handwerksberufen gebrauchen kann oder eben andere interessante Sachen. Hier jetzt kann man das sehen, ich finde nirgendwo etwas drin. Wir hoffen, dass sich das zum Release des Spieles noch ändern wird. Ganz am Anfang der Beta konnte man tatsächlich fast überall was drin finden. An diesem Wochenende, wo wir das hier aufgezeichnet haben, war es allerdings so, dass enorm viele Spieler in denselben Gebieten unterwegs gewesen sind und natürlich alle alles untersucht haben und geplündert haben. Die Respawn-Zeiten von Gegenständen liegen noch jenseits von Gut und Böse, sodass wir im Grunde genommen ja meistens vor leeren Behältnissen stehen und nichts finden. Es sollte sich aber mit dem Release des Spiels wieder ändern. So, jetzt hier auch. Ich gebe eine Quest ab und... Eine tapfere Rettung der ersten Auridon-Seesoldaten kam gerade rechtzeitig. Sie haben die letzten Betrüger verjagt. Gibt es Neuigkeiten von der Verräterin Teldur? Wurde Stiftsvogt Valano verletzt? Ich habe extra jetzt hier mal gerade ganz kurze Pause gemacht. Eine ganz bekannte Synchronisationsstimme und auf diese bekannten Sprecher trefft ihr im ganzen Spiel. Das heißt also, man hat da tatsächlich in Deutschland für die Vertonung die Creme de la Creme genommen. Stimmen von Schauspielern, die wir aus vielen Kinofilmen kennen, machen die ganze Sache natürlich noch atmosphärischer. So, wir blenden jetzt gleich über. Da wollte ich euch einmal einen Eindruck von der Welt Tamriel selbst geben, wie wunderschön und liebevoll das Spiel gestaltet worden ist. Dass ich das Amt des Stiftvogts übernehmen werde. Zumindest fürs Erste. Nur so lange, bis wir die Dinge wieder gerichtet haben. Ich werde nicht zulassen, dass die Grausamkeit meines Vaters als Makel an unserer Stadt haften bleibt. Auch hier ganz wunderbar, die Mimik der Figuren passt zum Dialog. Das heißt also, da steht nicht nur ein NPC mit einem Robotergesicht, sondern die Mimik wird auch tatsächlich passend zum Gesprochenen wiedergegeben. Hier habe ich jetzt einfach mal ganz kurz eingefangen, wie meine Figur am Kochen ist. Auch ganz, ganz klasse animiert. Könnt das sehen, sie schnuppert. Jetzt steckt sie gleich ihren Finger in die Suppe oder was sie da kocht und probiert das auch noch. Also hier ist wirklich in so ziemlich jede Tätigkeit im Spiel ganz, ganz viel Liebe zum Detail gesteckt worden. Und das macht das Spiel eigentlich auch so faszinierend. Da kann man sehen, scheint zu schmecken. Der Hirsebrei oder was wir da gerade gemacht haben. So, und jetzt hier eine weitere Szene, die ich auch so wunderbar fand. Ich stehe am Strand und muss jetzt einfach mal diese Lichteffekte und die Landschaft auf sich wirken lassen. Dann kann man sehen, wie klasse das Spiel doch gestaltet worden ist. Hier haben wir sie auch nochmal ins Wasser gestellt. Dann kann man jetzt gleich ganz wunderbar sehen, wie das Licht von den Wellen reflektiert wird.
Ist also auch ganz großartig umgesetzt. Findet man nicht in vielen Spielen, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, nun bewege ich mich ein wenig durch die Landschaft. Wir haben hier natürlich auch Tag- und Nachtzeiten. Und Wettereffekte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Vielleicht hatte ich auch Glück und habe gerade im Sommer gespielt, dass es nicht geregnet hat. Es gibt ein paar Quests, wo ich tatsächlich auch in Gebiete geraten bin, in denen es heftigst am Regnen war, aber auch nur so lange, wie ich da meine Mission zu erledigen hatte, weil es ein Teil der Quest gewesen ist. Ob es hier hin und wieder regnen wird, ganz normal, kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Ich vermute aber mal, bei der Liebe zum Detail, die hier in das Spiel investiert worden ist, wird es auch sowas geben. So, jetzt können wir gleich da hinten etwas ganz Entscheidendes sehen, einen Anker. Da hinten der weiße Lichtkreis am Horizont, ich habe ihn so gerade eben noch entdeckt. Anker, was ist das? Das sind kleine instanzierte Bereiche im Spiel, wo ich den Vergleich einfach mal zu dem Spiel Rift ziehen möchte, ohne dass ich die beiden Spiele tatsächlich miteinander vergleichen will. Aber in Rift, wisst ihr selbst, gibt es diese Risse, die sich öffnen und wo man dann ja mehrere Gegnerwellen bekämpft, bis ein Endgegner kommt. Man dann auch eine Belohnung bekommt. Dasselbe haben wir hier in Tamriel. Da haben wir diese Anker, die sich hin und wieder irgendwo öffnen. Und genau das gleiche wird da eigentlich auch gemacht. Wir bekämpfen mehrere Ad-Wellen. Da kann jeder mit dazukommen, der gerade in der Nähe ist. Die Gegner werden immer schwerer. Und das Ziel ist es eigentlich, diesen Anker zu vernichten. Und am Ende darf man dann auch einzelne Mobs, die dann da rumliegen, looten. Und da habe ich mir gedacht, das zeige ich euch jetzt noch einmal, wie wir diesen Anker schließen. Ihr seht, die Leute kommen von überall her und knallen alle drauf. Das soll übrigens mit der Menge der Spieler zukünftig skalieren. Das heißt also, je mehr Leute kommen, desto schwerer werden die Gegner. Und während wir uns jetzt hier das Schließen dieses Ankers noch angucken, bevor meine heutige Ausgabe zu Ende ist, möchte ich darauf hinweisen, dass die Elder Scrolls Online am 4.4. rauskommt und offiziell von jedermann gespielt werden darf. Ich darf, wie viele andere Spieler, auch schon 5 Tage vor Release anfangen zu spielen. Und genau das ist dann auch der Punkt, wo unsere Reihe The Elder Scrolls Online Gameplay beginnen wird. Ich hoffe, dass ihr euch meine Sendung dann anschauen werdet. Ich werde euch zeigen, wie man den Charakter am besten auf Maximallevel bringt, bei welchen Quests man unbedingt dabei sein sollte und was eigentlich die wichtigsten Punkte im Spiel sind, auf die man achten sollte. Ich von meiner Seite sage jetzt hier Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Über ein Abonnement oder ein Like würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach unten in die Comments reinschreiben. Ich werde garantiert jede Frage schnellstmöglich beantworten. Bis dahin alles Gute, Impleit.